Ja, hallo und herzlich willkommen zu Silly Spiel Dragon the Game. Ein, naja, schon ein paar Monate altes Early Access Spiel, das wirklich in der Early Access ist. Also ist echt noch sehr buggy, es hängt teilweise noch, aber ich denke mal, das Spiel hat viel Potenzial. Jetzt habe ich jetzt mal ausprobiert, man konnte jetzt spielen, aber ich konnte jetzt wirklich nur spielen auf Fantastic, kannst du ja vorher einstellen, wie bei The Forest zum Beispiel. Und dann starten wir mal. Musik wurde jetzt auch hinzugefügt. Man kann die Musik aber leider noch nicht lauter und leiser stellen. Deswegen bin ich, denke ich mal, relativ, also sehr, sehr laut im Gegensatz zu der Musik im Spiel. Gehe ich jetzt mal einfach davon aus. So. Was machen wir denn? Gucken wir mal bei den Drachen. Dragon Name. Na, kann ich da nichts machen? Dragon's Name, nein, geht, doch, vielleicht hier, Edit Dragon, ach, da oben, genau, Drache, Silly der Drache, Silly der Dragon, den können wir ja mal auswählen, einen Young Drake, Adult, oder einen, ich denke mal wahrscheinlich, es heißt einen alten Drachen, na ja, mal, was haben wir denn, einfach mal Drake, fertig. Jetzt kann man hier verschiedene Sachen einstellen. Keine Ahnung, Kopf und so weiter und so fort. Aber irgendwie sieht man da noch nicht wirklich was. Face, Body. Da tut sich noch nicht wirklich was. Aber die Regler sind zumindest mal da. Ja, ich denke mal, das Spiel hat recht Potenzial. Mittlerweile kümmern sie sich auch darum, dass man hier ein bisschen flüssiger läuft. Aber sonst dachte ich, man könnte noch hier irgendwie mal Rüstung machen. Dragon, Young Drake, Dragon. Okay. Keine Ahnung. Ah, Color. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn für eine Farbe? Wir nehmen einfach mal. Keine Ahnung, die da. Was ist da unten? Ach, das sind noch andere. Das ist schon schwarz, ne? Nein. Sowas. Okay, soll ich weg. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal das. Save Dragon. Wir wollen ja mal ein bisschen testen. Da gehen wir hier mal auf New Game. Ja, schön, dass ich jetzt endlich mal ein bisschen Musik und alles hinzugefügt habe. Die Grafik ist auch okay, finde ich. World Name. Silly World. World. Ach, was Silio. Keine Ahnung. Gut. Testen wir mal. Ja, ihr seht nur, da sind immer noch so kleine Mikro-Ruckler drin. Also, obwohl das Spiel eigentlich laut diesen Details unten nicht sehr viel Sachen verbraucht. Also, nicht sehr große Anforderungen hat eigentlich. Jetzt gucken wir mal. Wir können auf jeden Fall mit der rechten Maustaste Feuer spucken. So, was haben dann die Vögel bei mir hinten wieder für einen Schlag? Kommst, nimmst mal auf und sprichst was. Moment, ich mach mal kurz ein bisschen die Tür zu. So, Entschuldigung, ist heute noch mein Rollstuhl. Nee, mein Bürostuhl. Ja, auf jeden Fall haben sie fetzige Musik eingefügt. Ja, wie war das? Rechte Maustaste kann man Feuer spucken. Linke Maustaste kann man noch irgendwas hauen. Ach, jetzt fliegen ja auch mal Vögel rum nach diesem Patch. Jetzt haben wir oben rechts die Karte zum Beispiel. Wir müssen schon, denke ich mal, essen. Diese eine Lebensanzeige oben, wo ich jetzt nicht hochgehen kann. Links oben, halt der Name. Dragon's Name, obwohl da eigentlich jetzt Silly stehen müsste. Keine Ahnung. Das eine ist die Ausdaueranzeige und die Feuerspuckanzeige, die scheinbar noch nicht wirklich funktioniert, habe ich zumindest so das Gefühl. Und drunter ist das, wenn wir was gegessen haben, dann lädt sich das auf. Ich denke mal, wenn wir dann bei 1000 sind, dass wir irgendwie Level Up oder was haben, keine Ahnung. Für Multiplayer wäre das ganz cool, wenn noch mehr Drachen rumfliegen würden, die sich auch noch gegenseitig bekämpfen. Da müssten wir noch so ein paar Dinge einfügen. Dass du vielleicht so eine Burg machen kannst, dann kannst du beschützen oder so. Auf jeden Fall probieren wir jetzt mal zu fliegen. Also wenn wir jetzt hier hochgehen, springen wir. Leertaste, einmal springen, Leertaste und nochmal Leertaste müssten wir eigentlich fliegen, wenn wir jetzt noch vorwärts drücken. Ja, genau. Das funktioniert. Also das gibt überall noch so kleine Mikro-Lags. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt hier gerade auf Fantastic spiele, also das ist jetzt die höchste Auflösung,
quasi für euch. Dann hängt es bei mir weniger, als wenn ich dann auf ganz niedrig gehe, komischerweise. Vielleicht haben sie das besser optimiert, ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich jetzt gerne hier mal landen. Wenn ich es hinkriege. Feuer spucken. Ich fresse euch alle, lieber Tasty Blue. Oh, habt ihr schon gegrillt? Ja, das sind diese Teile, wo man jetzt essen kann. Und ihr seht schon oben links. Da füllt sich was auf. Ich habe es noch nicht bis 1000 gespielt, weil sonst es immer vorher abgestürzt ist. So ganz flüssig läuft es dann doch noch nicht. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine Early Access. Was will man bitte schön erwarten? Man kann halt die Entwickler einfach mal ein bisschen unterstützen. Das war's dann aber auch schon. Man kann Gebäude anbrennen. Das wird wahrscheinlich hier auch wahrscheinlich nur bei diesem einen Let's Play, würde ich mal so behaupten. Oder Let's Test ist es eigentlich eher erstmal wahrscheinlich belassen werden, bis hier mal ein bisschen mehr rauskommt. Vielleicht mache ich auch ein Video jetzt nach jedem Patch, falls das wieder hier flüssig einigermaßen funktioniert. Also wenn ist das für mich flüssig, dann wisst ihr, wie es vorher war. Das müsste man eigentlich auch abbrennen können, genau. Irgendwo war auch noch eine Burg, die hatte ich letztes Mal gefunden. Aber keine Ahnung wo. Oh, da gibt es auch Kühe. Wenn wir mal eine Kuh fangen. Wenn ich hier mal ein bisschen zurechtkommen würde. Hallo? Brennkuh? Jetzt. So, essen. Bringen die ein bisschen mehr wie ein Mensch? Huch, man kann da reingucken. Was ist da drin? Nicht viel. Fast ein bisschen aus wie bei Metalville Engineers. Oh, eine Kuh. Ja, man kann einigermaßen gut fliegen. Jetzt beim Aufnahmeprogramm extra mal auf Monitoraufnahme gestellt, dass falls ich hängen wieder reingehen kann, das ganze Spiel nicht abstürzt und die Aufnahme hinüber ist. Na Kuh, jetzt. Und es gibt auch Feinde. So, die wollen wir jetzt mal die Feinde suchen. Weil dieses Rote auf der Karte sind meistens... Ah, ich kann nicht mehr fliegen hier. Mit irgendwelche Feinde. Was sind hier oben auf dem Berg? Soll ein Feind sein. Boah, ey, ich hab's nicht so mit Fliegen, glaube ich. Vulkan abgestürzt. Muss noch ein bisschen üben. Ist noch ein junger Drache, der kann nicht so gut fliegen. Ja, gerade Mikroleck. Das habe ich gemeint. Seht ihr wahrscheinlich jetzt öfters mal. Okay, ich kann auch mal kurz in der Luft schweben. Ja, wir wollten doch jetzt mal Feinde begutachten. Vielleicht sollten wir nicht gleich mal so eine ganze Herde aufsuchen, sondern nur mal so ein paar. Ah ja, wenn wir sterben, werden wir es ja sehen. Wir haben ja auch oben eine Lebensanzeige. Wo sind denn die? Muss doch jetzt direkt unter mir sein. Ach, das sind Wölfe. Aha. Dann schwebe mal hier hinunter, Drache. Tu es. Ja, man kann den Drachen auch angeblich dann irgendwann so Rüstung anziehen und so Zeug. Und bin ich mal gespannt. Dieses Spiel hat angeblich schon einen Preis gewonnen bei irgendwas, deswegen habe ich es mir eigentlich gekauft. Weil es hieß, es hat irgendwie den, keine Ahnung, Young Generation Preis, dann müsste ich jetzt lügen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Coole Vorbereitung, ne? Ja. Und, na gut, die sind ja einfach. Aber es gibt da noch so Krieger, glaube ich, mit Rüstung, habe ich mal gesehen. Drachenjäger, Drachentöter. Lass mal die mal suchen. Wenn wir hier fliegen üben. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ja, okay, für diese, keine Ahnung, was damals gekostet hat. Ich habe es ja schon eine Weile. Für diese 10 Euro oder 12 Euro, was es gekostet hat, dachte ich, ich könnte jetzt einfach mal schön ein bisschen spielen. Und das würde eigentlich dann ganz gut funktionieren, aber nö, hat jetzt dann nicht so getan. Wie gesagt, es hat einen Preis gewonnen, dachte ich halt, es geht gleich. Also ein bisschen mehr. Oh, hey, Menschen. Ach, jetzt ist die Ausdauer mal runtergegangen. Ja, aber irgendwie hat das scheinbar dann doch nicht so funktioniert. Weshalb auch immer. Und deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit warten. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate ich das Spiel schon habe. Hey, sind bestimmt schon 3 Monate oder so. Keine Ahnung. Wo es dann nicht wirklich ging. Jetzt nach dem Patch da hat es mal funktioniert. Aber die haben angeblich jetzt auch einen schönen Update-Plan, dass jetzt einfach weitergehen soll. Ziemlich schnell. Boah, warum fliege ich eigentlich wieder rückwärts? Oder vorwärts fliegen. Achso, ist die Ausdauer erst aufladen? Ja, komm her. Willst du mich hauen oder was?
machen die? Die rennt da extra auf mich zu. Oh, jetzt habe ich es mit meinen Krallen zerpflügt. Aber die hatte irgendeinen Speer in der Hand. Hat das gesehen? Die wollte sich irgendwie wehren. Ein bisschen zumindest. Klasse, die Frau wehrt sich und die Männer rennen weg. So. Hallo, da braucht man die Frau mehr wie die Männer. Was soll denn sonst die Kinder zur Welt bringen? Frauen können auch kämpfen. Ach, habe ich jetzt alle erwischt? Boah, Drachen, du bist manchmal so lahm. Ach, wir können auch rennen auf dem Boden mit. Was ist das? Shift. Shift Run, da oben steht's ja. Ah ja, können wir doch schneller fliegen? Nö. Nein, vorwärts, nicht rückwärts, nicht rückwärts, vorwärts. Das ist wie beim Hubschrauber, der was? Warum fliegst du rückwärts? Ich fliege rückwärts. Ich weiß nicht warum, aber ich fliege rückwärts. Ja, wenn ihr die Entwickler weiter unterstützen möchtet, der Link ist wie immer bei jedem Spiel. Was ich mache, meistens für Steam in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann schön draufklicken und könnt es dann kaufen, wenn ihr möchtet. Könnt es natürlich auch lassen. Oder ihr könnt mir ein Abo da lassen, könnt mir verfolgen, wie das Spiel weiterhin aussieht. Denkt, ich wollte jetzt nach jedem Patch, wollte ich eigentlich eine Aufnahme machen. So Patch Report mäßig. Um das euch mal ein bisschen zu zeigen. Weil ich habe jetzt auch in YouTube geguckt, so viele Leute, die jetzt Dragon the Game Let's Playen, sind es eigentlich nicht. Mit mir wären es dann, glaube ich, zwei. Deutsche und ich glaube auch, es gibt da noch zwei amerikanische oder so. Okay, jetzt fliegt er mal gerade aus, ohne dass er die Ding verbraucht. Ich wollte doch jetzt nochmal Ding, wie heißen die? Drachentöter finden. Ja, hier ist noch so eine Kante, wo du durch den Fels durchgucken kannst. Ich frage mich, in welcher Unity das gemacht worden ist. Wahrscheinlich mit Unity 4 oder so, 3, 4. Ich glaube, es gibt auch irgendeine Unity Engine, soweit ich das weiß, die kostenlos ist, wo die dann auch alle mal ausprobieren können, wo man auch sich selber so runterladen kann. Aber da was einzufügen, also hier die Landschaften, so ist ja normal drin, aber du musst halt die Drachen dann extra einfügen. Aber teilweise sehen die Drachen ja noch so aus. Aber es ist ja eine Early Access, die, wie gesagt, das Spiel ist jetzt nur ein paar Monate draußen. Und normalerweise heißt man immer Early Access, gibt mir so ein Jahr oder eineinhalb und dann müsste das Spiel nochmal fertig sein. Bin ich mal gespannt, ob sie das hinkriegen. Also im Moment denke ich mal eher nicht. Hallo, ich möchte gerne landen. Olle, alter Schwede, wow. Als letztes Mal, wo ich ein paar Mal im Kreis geflogen bin, ist das Spiel abgestürzt. Hier ist doch jetzt irgendein Feind, wo sind denn die? Du sollst landen. Nein. Oll, der Schwede. Abgestürzt hier wie so ein Flugzeugträger. Huch. Okay. Konnten durch die Welt gucken. Wo sind denn jetzt die Feinde hin? Ich dachte, hier wären irgendwo ein paar Feinde. Ja, jetzt. Bären. Okay. Na, eigentlich wollte ich ein paar Drachentöter. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr zu dem Spiel denkt. Was ihr meint, wie ihr das Spiel einschätzt. Ich meine, das hat Potenzial definitiv. Aber es müsste auch definitiv mal öfters mal jetzt ein bisschen flüssiger laufen. Dafür, dass es halt jetzt, würde ich mal sagen, eigentlich schon einen Preis gewonnen hat. Ne? Ist das vielleicht nicht ganz so optimal, wie es jetzt im Moment ist. Doch, ich will eigentlich den Drachen da jetzt, den Bären, ach jetzt. Und wir gucken mal, vielleicht kann ich ja ein kleines bisschen vorspielen, dass wir beim nächsten Mal, wenn es dann nächstes Mal noch drin ist, wir so kurz vor der 1000 sind und dann mal sehen, was dann passiert. Und ich hoffe, dass es hier mal irgendwie, alter Schwede. Also interessanter wäre es, wenn es ein Multiplayer wäre, würde ich mal so behaupten. Oh, scheiße, ich glaube, das Spiel kackt gleich ab, weil wir irgendwo hier im Berg drin sind. Alter, nein. Ja. Ja, irgendwie komme ich hier nicht mehr vom Fleck. So, jetzt. Warum hänge ich jetzt eigentlich unten drunter? Ja gut, ich glaube... Ah, jetzt. Nee, 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 doch nicht. Systematische Verwirrung. Ja, es sind noch viele Bugs im Spiel, aber dafür ist es ja auch eine Early Access. Und ich würde mal sagen, mit diesem komischen Schlenker hier und ich hoffe, dass ich eigentlich mal gerade lande und wir nicht mehr durch die Welt gucken.
was jetzt immer noch ist, will ich das Spiel jetzt einfach mal beenden und euch sagen, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder sage, Silly spielt und, keine Ahnung, zeige euch dann mal nächstes Mal hier mal, wie, wenn ein neuer Patch rauskommt, was jetzt neu ist. Dann kann man da ein bisschen vergleichen. Und bevor man es spielt, guckt man normalerweise eh meistens Let's Plays an. Aber ich werde hier sowieso nicht mehr gerade. Ich glaube, ich lande gleich irgendwo nur noch auf dem Kopf. Jetzt fliege ich im Kreis. Okay. Okay, gut. Ja, wenn es euch soweit gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen oben da lassen. Oder wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar, was ihr zu dem Spiel denkt. Und ob es überhaupt Sinn macht, da weiter irgendwie was reinzumachen. Aber wie es scheinbar, wie es aussieht, haben die jetzt wirklich so einen Update-Plan mal hingemacht, was am Anfang jetzt nicht so der Fall war. Musik ist schon mal drin, aber man kann leider die Musik noch nicht einstellen. Was ich eigentlich schön fände, ne? Wenn es bei jedem Spiel Anfang Early Access, dass sie es gleich mal reinmachen würden, dass du die Musik lauter und leiser stellen kannst. Ist ja irgendwie blöd, warum denn nicht? Ich verstehe es nicht so ganz. Naja. Na dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.